Willkommen zur Abschlusssitzung. Das ist die letzte Sitzung vor der Publikation des Trend Reports und wir wollten nochmal so die zentralen Ergebnisse uns angucken und besprechen. In dem Trend Report geht es um die Mobilisierung von Spenden der Akteure auf Telegram, wie sie versuchen, ihre Bewegung zu finanzieren durch Affiliate-Links, direkte Kontozuweisungen per PayPal, IBAN und aber auch Kryptowährungen. Im Endeffekt versuchen die sozusagen in der Bewegung darüber Geld zu akquirieren, dass bestimmte Produkte angeboten werden. Und das Spannende, was ich sehr, sehr spannend fand, ist so dieser Wechsel. Es wird irgendwie erstmal ein Buch angepriesen, das sozusagen den Untergang der BRD prophezeit und voraussagt. Und drei Posts später bekommt man dann irgendwie den entsprechenden Wasserfilter. Aber man hat auch ein paar Esoterik-Autoren, die auf Amazon ihre Bücher vermarkten und dann aber auch so einen Kurs, also entweder mehrere Kanäle haben unter verschiedenen Namen und auch mehrere Bücher unter verschiedenen Namen oder halt auch so eine Partnerschaft eingegangen sind und gegenseitig ihre Bücher bewerben. Und die posten immer und immer wieder. Die versorgen mich immer wieder mit irgendwelchen Wahrheiten und na, dann entstehen schon sowas wie soziale Beziehungen, ja, also was man auch als parasoziale Beziehungen versteht. Man muss natürlich differenzieren und das macht der Bericht ja auch. Aber sozusagen diesen Fakt, dass bei paar dieser Links oder bei paar dieser Referenzen der Finanzierungsaspekt ganz klar zugeschrieben werden kann, weil es dann wirklich eine Aufforderung ist, PayPal etc., bezahle hier oder gib Geld für unsere Bewegung da. Und bei anderen ist es eben ein bisschen mehr vermittelt und es ist ja nicht aus dem Link selber so gut rauszulesen, welcher Anteil jetzt wirklich sozusagen der monetäre Aspekt hat und welcher Anteil der inhaltliche Aspekt, der Mobilisierungsaspekt für andere Dinge. Bei den Affiliate-Links und Spendenmobilisierung über IBAN und PayPal kann man ja nicht sehen, was dann tatsächlich dabei rauskommt. Bei Kryptowährungen ist das halt anders, weil wir dann quasi, wenn wir die einzelnen Wallet-Adressen zuordnen können, was wir ja machen können, dadurch, dass sie die preisgeben, können wir dann quasi auf der Blockchain nachvollziehen, wie viel Geld die tatsächlich eingenommen haben. Da haben wir dann, sind wir mit ja, quasi drei Fragen rangegangen. Also erstens mal, wie kooperieren die? Das war, ist so ein bisschen ähnlich wie die IBAN- und PayPal-Mobilisierung. Wie kooperieren die aber auch innerhalb dieses Netzwerkes? Also schicken sie sich Gelder zu, unterstützen sie sich tatsächlich selbst? Dann hat es uns noch interessiert, ob es tatsächlich Finanziers der Szene gibt. Das ist irgendwas, was die Digitalisierung mitgebracht hat, dass wir da auch eine ganz andere Verschiebung der Akteurslandschaft haben, dadurch, dass sich Leute monetarisieren können und Geld damit verdienen können und dadurch Aufmerksamkeit erfahren und auch auf größere Kontexte einwirken.